Hi Leute und willkommen zu meinem neuen Video. Hier in diesem Video möchte ich mal auf ein Problem hinweisen, und zwar auf Folgendes. Wir nehmen einen Router, egal welcher Bauart, egal von welchem Hersteller, platzieren ihn einfach an irgendeiner beliebigen Stelle. Ich nehme einfach diese Stelle, begeben uns wenige Meter von dem Router weg, in diesem Fall ca. 7,5 Meter. Wir gehen durch ein oder zwei Hauswände und was sehen wir? Wir haben so gut wie keinen Empfang, in diesem Fall minus 80 dpm. Erweitere ich die Strecke, ich gehe jetzt ins Untergeschoss, wir wiederholen die Messung noch einmal und hier habe ich gar keinen Empfang mehr. Das ist ein furchtbares Phänomen. Was kann man dagegen machen? Man könnte viele Repeater aufhängen. Ich habe in meinem Haushalt 4 Repeater laufen, um ein Haus dieser Größe hier abzudecken. Das ist absolut unhaltbar. Die Repeater kosten einen Haufen Geld, fressen sehr viel Strom und ist einfach nur nervig. Einfacher wäre es, an den WLAN-Router einfach eine bessere Antenne anzubringen. Das geht leider bei neuen Routern nicht mehr. Wir haben hier keine Antennenanschlüsse. Also baue ich mir selber welche an. Wichtig, wer dieses macht, muss sich Folgendes bewusst sein. In dem Moment, wenn ihr den Router öffnet und bautechnische Veränderungen an ihn vornehmt, verliert ihr garantiert eure Garantie. Aber wir schauen einfach mal auf meinen Tisch und ich demonstriere es einfach mal hier an diesem Modell. Als erstes kommen wir nun zu unseren benötigten Materialien. In meinem Fall verwende ich hier zwei Antennen. Ich verwende in diesem Fall sehr gerne Dualbandantennen, die das 2,4 und 5 GHz Netz abdecken. Vorteil von dieser Methode, ich kann sicherstellen, dass ich immer die richtige Antenne habe. Es gibt Router, die haben nur ein 2,4 GHz Netz, es gibt Router mit einem 5 GHz Netz und es gibt Router, die halt Dualbandantennen erfordern. Mit diesen Antennen sind wir immer richtig gerüstet. Als nächstes brauchen wir noch einen Schraubendreher zum Öffnen des Gerätes. In meinem Fall ist es ein T8 Dorx Schraubendreher. Auch sehr wichtig, wir benötigen noch ein PVC-Werkzeug oder ein nicht leidendes Werkzeug für die Arbeiten auf der Platine, um keinen Kurzschluss zu erzeugen. Optional habe ich hier noch zwei Antennenverlängerungskabel zugekauft. Damit kann ich die Reichweite der Antenne nochmal deutlich erhöhen, weil ich jetzt die Antenne entfernt vom Router positionieren kann. Und zu guter Letzt noch das wichtigste Bauteil. Das sind hier die beiden WLAN-Antennen-Adapterkabel für internen Einsatz, und zwar Typ RP-SMA Mini-HF-BNC. In diesem Fall in einer Länge von ca. 15 bis 20 cm. Dieses Material kann man sich im Netz natürlich überall beschaffen. Es gibt auch Händler, die sich darauf spezialisiert haben, für den Routerumbau diverse Sets zur Verfügung zu stellen. Was ihr da kauft, überlasse ich euch. Kommen wir nun zum reinen Umrüsten des Gerätes. Es ist hier wichtig zu erwähnen, wenn ihr das Gerät öffnet, verliert ihr natürlich die Garantie. Ich empfehle hier eventuell nicht den teuren Hauptrouter umzurüsten. Eventuell könnt ihr euch ein gebrauchtes Gerät erstehen oder einen Access Point oder einen Repeater kaufen. Diese müssen allerdings intern über einen Antennenanschluss auf der Platine verfügen. Habt ihr so ein Gerät gekauft, könnt ihr dieses natürlich mit einem WLAN-Kabel mit dem Router verbinden und darüber euer WLAN-Netz ausgeben. Diesen billigeren Access Point oder Router könnt ihr natürlich auch auf diese Art und Weise umrüsten. Habt aber hier den Vorteil, ihr riskiert nicht euer teures Endgerät, sondern arbeitet an einem billigen Zusatzgerät. Sollte allerdings die Arbeit erfolgreich sein, könnt ihr es auch zuverlässig verwenden. Kommen wir nun zum Umrüsten unseres Endgerätes. Wichtig, bevor ihr diesen Schritt beginnt, trennt euer Endgerät vom Stromnetz, trennt alle Verbindungen, die an diesem Gerät angebracht sind, WLAN-Kabel und dergleichen. Und eventuell wäre es auch sinnvoll, ein Backup des Systems zu erstellen, sofern dieser Router das anbietet. Habt ihr dieses alles getan, liegt nun so euer Router vor euch und wir öffnen als allererstes das Gehäuse. Wir entnehmen dafür die unteren Schrauben. Bitte schaut, wo sie sitzen. Manchmal sitzen sie auch unter den Standfüßen, diese müsst ihr dazu entnehmen, hier in diesem Fall ist das nicht. Ich kann einfach die Schrauben so entnehmen. Das Plastikgehäuse besteht hier in diesem Fall aus zwei Teilen. Haben wir es aufgeschraubt, müssen wir noch hier vorne zwei Stecknasen entriegeln und können nun oben die Abdeckung entnehmen. Achtet bitte darauf, dass nichts aus dem Gehäuse fällt, auch nicht die Platine. Jetzt sehen wir unseren geöffneten Router vor uns. In ihm befindet sich die Platine. Bevor ihr diese berührt oder daran arbeitet, geht ihr bitte zu einem großen metallischen Gegenstand, fasst diesen an, so damit ihr euch etwas erdet und nicht irgendwelche Mikrospannungen auf die Platine übertragen werden können und dadurch zerstört wird. Wir schauen uns nun das offene Gerät in aller Ruhe an. Wir sehen hier in diesem Fall eine Platine, auf der wir fest verbaut eine Antenne finden. Dieses ist in diesem Fall hier unten und wir haben eine angeschlossene Antenne mit zwei Kabeln, einmal für 2,4 GHz und einmal für 5 GHz. Wie gesagt, manche Router benutzen hier auch Dualbandantennen, aber das habe ich euch ja schon vorhin erläutert. In unserem Fall begeben wir uns sofort zu den beiden Netzwerkantennen.
Antennensteckern. Diese befinden sich hier unten. Diese entnehmen wir mit einem Kunststoffwerkzeug. Bitte nehmt hier keine metallischen Werkzeuge wie Schraubenzieher oder dergleichen. Das kann die Platine nachhaltig beschädigen. Wir gehen mit dem Kunststoffwerkzeug unter den Stecker und heben ihn langsam vorsichtig nach oben ab. Haben wir beide Stecker getrennt, können wir nun die Antennenplatine entnehmen. Bitte macht das vorsichtig und hebt dabei eventuell auch die vorhandene Grundplatine mit aus. Noch ein kleiner Zusatztipp, bitte zieht nirgendwo an den Kabeln, um die Stecker zu lösen. Das könnte nachhaltige Schäden an der Platine und an der Antenne nach sich führen. Nachdem wir nun die Platine entnommen haben, seht ihr das blanke Routergehäuse vor euch. Wie ihr hier jetzt vorgeht, überlasse ich euch. Ich zeige euch meinen Weg. Jetzt müssen wir nämlich irgendwie die Antennenkabel in den Router einführen. Es gibt Leute, die bohren Löcher in die Gehäuse ein. Es gibt Leute, die benutzen vorhandene Spalte. Ich gehöre zu den Letzteren. Ich gehe unten durch die Lüftungsgitter. Ich weite zwei Stellen dieser Lüftungsgitter leicht mit einem Kunststoffwerkzeug auf und stecke die Antennenkabel hindurch. Wie ihr das dann schlussendlich macht, überlasse ich euch. Man kann alternativ natürlich auch die Antennen direkt an den Routern anbringen, indem man sie festbohrt. Nachdem wir die Kabel nun eingelegt haben, kommt der schwierigste Teil. Bitte setzt jetzt die Platine wieder vorsichtig in das Gehäuse ein. Quetscht hierbei bitte nirgendwo das neu verlegte Antennenkabel. Legt es sauber zu den Antennenanschlüssen. Und jetzt kommen wir zum Anbringen dieser Anschlüsse. Das ist etwas knifflig. Legt bitte diese Anschlüsse vorsichtig auf den Ansteckpin. Das muss bitte exakt gerade erfolgen und drückt sie nach unten fest. Könnt ihr das mit den Händen nicht bewerkstelligen, bedient euch hier eines Kunststoffwerkzeuges und drückt sie leicht an. Habt ihr den Stecker verkantet aufgesetzt, zerstört ihr den Stecker. Also gebt euch bitte hier sehr viel Mühe. Jetzt bitte noch einmal beherzt auf den Stecker aufdrücken und wir hören ein kleines Knackgeräusch und damit haben wir die Antenne vernünftig mit der Platine verbunden. Diesen Schritt wiederholen wir bei der zweiten Antenne und damit ist das Schlimmste überstanden. Jetzt stellt sich noch die Frage, was machen wir mit der nicht mehr benötigten alten Antenne? Ich empfehle euch, diese sehr gut aufzubewahren. Damit man sie nicht verliert, könnte man sie natürlich auch alternativ wieder in dem Gehäuse mit unterbringen. Wenn ihr dieses tut, achtet bitte darauf, alle metallischen Gegenstände an der Antenne zu isolieren, besonders die Endkabel und Stecker, und steckt diese Antenne wieder in euer Gehäuse und verlegt die Kabel bitte so, dass sie nirgendwo mit der Platine in Berührung kommen, keine metallischen Gegenstände die Platine berühren und auch in keiner Form den Zusammenbau des Routers stören. Nun schauen wir nochmal über unsere getane Arbeit, schauen, dass wirklich alles sauber verbaut ist und kommen zum Schließen des Routers. Wir schließen den Router, einfach rückwärtig so vorgehen, wie wir ihn auseinandergenommen haben. Achtet bitte beim Schließen des Routers darauf, dass ihr wiederum keine Kabel oder Teile einklemmt, zerquetscht oder in irgendeiner Form beschädigt und dreht bitte eure vier Schrauben wieder ein. Nachdem das Rudergehäuse nun geschlossen ist, sehen wir hier unsere beiden Antennenanschlüsse aus unseren Lüftungsgittern herausragen. Es wäre sinnvoll, diese Anschlüsse in irgendeiner Form zu befestigen, sodass sie keiner ausreißen kann. Das können wir alternativ einfach mit Kabelbindern machen. Eventuell gibt es aber auch Adapter zum Befestigen der Antenne. Hier gibt es einige Hersteller, die diese Adapter anbieten. Allerdings für einen versierten Heimwerker ist das kein Problem, sich hier selber irgendetwas zu bauen. Jedenfalls ist es sehr wichtig, die Antennenanschlüsse vernünftig mit dem Router zu verbinden, sodass nichts herausgerissen werden kann. Alternativ kann man hier auch nochmal mit einer Leimpistole etwas nacharbeiten. Jetzt sehen wir den fertig konfigurierten Router vor uns. Jetzt fehlt natürlich noch eines, die Antennen. Alternativ könnt ihr, wie gesagt, die Antennen mit etwas Zusatzkabel verlängern. Das heißt, ihr nehmt zusätzliches Antennenkabel und könnt hiermit die Reichweite nochmal deutlich erhöhen. Ich in diesem Fall schraube jetzt die Antennen direkt an unsere neu geschaffenen Anschlüsse an und wir können mal den Router ausprobieren. Das heißt, ich gehe an die Position, wo ich ihn hinstelle, möchte, baue ihn auf, stecke den Stecker in die Steckdose und wir warten, bis der Router das WLAN-Netz aufgebaut hat. Hier nochmal schnell die Testergebnisse, die ich jetzt mit dem neu erbauten System erreiche. Das wären bei einer Entfernung von ca. 7 Meter dieses Testergebnis bei 2,4 und bei 5 GHz. Wir sehen, es hat sich hier deutlich was getan. Dann können wir einfach mal den Test erweitern. Wir gehen 15 Meter von dem Router weg. Wir haben ca. 3 Wände zwischen dem Router und unserem Endgerät und haben dieses Ergebnis, was ich auch sehen lassen kann. So, jetzt erweitern wir den Test einfach nochmal. Wir gehen aus dem Gebäude und wiederholen den Test hier im Außenbereich nochmal. Wir sind ca. 23 bis 25 Meter vom Router weg. Vorher hatte ich hier definitiv gar keinen Empfang und das ist das gemessene Ergebnis in 2,4 GHz Netz und hier nochmal das Ergebnis im 5 GHz Netz.
So, und damit möchte ich dann behaupten, dass sich in meinem Fall die Sendeleistung doch drastisch erhöht hat. Also hier bei mir waren mindestens 50-75% mehr Sendeleistung drin. Aber wie gesagt, das hängt auch etwas von den Örtlichkeiten ab. Wie gesagt, auch nochmal ein Hinweis, es ist alles auf eigene Gefahr. Also wenn ihr das hier nachmacht, ihr verliert garantiert eure Garantie des Gerätes. Deswegen auch nochmal hier der Hinweis, eventuell nicht den Haumtruder umbauen, sondern eventuell einen billigen Access Point oder Repeater diesen Umbau gönnen und diesen dann an den Router anschließen. So, hat euch das Video in irgendeiner Form gefallen oder weitergeholfen, möchte ich euch um einen kleinen Daumen hoch bitten. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, so könnt ihr gerne hier unten auf die Anmerkung klicken und kommt so direkt zu einem meiner Videos. Wollt ihr noch mehr meiner Videos schauen, so könnt ihr auch gerne auf meinen Kanälen vorbeischauen oder auch gerne meine Kanäle abonnieren, denn Abonnieren auf YouTube ist bei mir natürlich kostenlos. Ich sage hiermit Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marc auf YouTube.